So. Hier sind aber noch mehr Sachen, ne? Ja. Boah, da ist schon wieder keine. Ist hier müde Knochen, also das ist für Tor geil. Gut. Damit wir die alle in einen Schwung so erledigen, ne? Damit wir alle selbst die Mission abzugeben wird so lange dauern, ne? Na gut. Schneller, Mose, ja, schneller. Was ist denn auf und davon? Boah. Ja, ist richtig. Es ist sehr ruhig hier. Wäre ich eine riesige Antilope, würde es mir hier gefallen. Riesige Antilope? Oh, was für ein Zufall, sind alle ja. Sicher nicht. Hast du Hunger, Torgal? Oh, falscher Ding jetzt. Erstmal breche ich euren Knochen, dann lutsche ich an euren Knochen. Zack. Zack. Entfernt mal. Was ist das? Ich eigentlich nicht machen, ich bin auch den Knopf ausrutscht. Bonk. Okay. Ich level dich wieder ab. So, hau rein, Torgal. Sehen, ob dir das schmeckt. Das deute ich mal als ja. Dann müssen wir uns wohl bei Hippokrates bedanken. Weißt du, was du bist, Torgal? Ein riesiger Welpe. Ja, das nennt man Hund. Mal. Du kannst den Knochen ruhig mitnehmen, Torgal. Charon wird sich freuen zu hören, dass du wieder frisst. Komm, Junge. Okay. So, was noch? Hier sind wir fertig. Zum Madame müssen wir noch, ne? War da nicht noch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Ich kann schon aber noch irgendwas. Haben die Schulden beglichen? Es gibt Gerüchte. Oh, den Königsbaum, wir müssen noch finden. Oh. Ein Sandbreck. Der Topf oder Topf, ne? Ich nehme an, das genau das gleiche Gebiet, wo wir auch letztens die Bomber gekämpft haben, ne? Da könnte ich mir so vorstellen, so vom Namen her. Da passen. So. Was soll ich bloß ohne Parfum und Puder machen? Isabel, ich habe etwas für dich. Ach so? Mit den breiten Schultern. Womit habe ich das verdient? Mit unseren Schulden.
Arnold. Bitte nicht verklagen. Clive, du hast dich wirklich selbst übertroffen. Otto hat mich beauftragt. Wir möchten damit unsere Schulden begleichen und uns für die lange Wartezeit entschuldigen. Oh, du enttäuschst mich, Clive. Ich dachte, du findest endlich Gefallen an mir. Otto kann seinen Tant behalten. Das habe ich ihm doch schon letztes Mal gesagt. Er schuldet mir gar nichts und ihr anderen auch nicht. Ich habe von Herzen gern beim Wiederaufbau des Verstecks geholfen und ich würde es wieder tun. Sieh ihn als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast ihn dir verdient. Bitte, nimm ihn an. Meinetwegen. Und für Otto. Für uns alle. Für all die Hilfe. Er ist wirklich schön, oder? Also gut. Ich bin froh, dass Otto dich hat, Clive. Nichts könnte jemals seinen Sohn ersetzen. Aber du und die anderen im Versteck, ihr seid für ihn fast wie eine Familie. Er hatte einen Sohn? Früher, ja. Ich habe gehört, dass er ihn im Kindesalter verloren hat. Sid hat sich die Schuld angelegt. Als er im Kindesalter war? Ich weiß nichts Genaues. Ob er denn etwas hätte tun können. Aber es war, als ich noch ein Kind war, habe ich meinen Sohn verloren. Das wusste ich nicht. Wie solltest du auch? Das tun die wenigsten. Außer Sid kenne ich niemanden, der seinen Schmerz in derart unerschütterlichem Schweigen erträgt. Wirklich eine Unart, wo sie doch beide schon immer von so guten Freunden umgeben waren. Ich verstehe, was du meinst. Ich sollte Gauthier Bescheid sagen, falls er noch lebt. Der Mann ist vielleicht tot. So, dann machen wir noch die Bomber platt. Sunbreak. Der Topf. Ne, kann er gar nicht. Da ist er. Warte mal, Sunbreak. Der kann ja gar nicht da sein. Der Topf. Hm. Guck mal hier. Habe ich auch gar nicht erkundet. Das war wieder finden, aber ich bin ja schon hier. Wo bist du, Kollege? Ist auch noch ein Gebiet, aber noch nicht erkundet haben. Sagt mir auch hier, dass das ist. Boah, wo ist denn das Viech? Wie sagen wir, der Topf oder der Tropf, ne? Muss da wohl irgendwie ja stehen, ne? Aber irgendwie sehe ich ja gerade nichts. Oh, muss ich ja schon wieder suchen, wie ein Blöder, wenn ich das finde. Hm. Da gerade nicht. Das ist doch nicht alles von der Karte, oder? Ist das alles von der Karte? Na, oder würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Mal mit dem Viech, ne? Weil ich da gerade nicht finde. Dann suche ich das offscreen. Nur am Anfang des nächsten Mal sage ich dann so, hey, ich habe das Teil gefunden, ne? Und dann gucken wir mal. Das Ding bei dem Harpo mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Okay.
Potier, du weilst noch unter uns. Dann hat Charon den Rubin angenommen. Also ist es so. Ich hab's versucht. Aber sie hat ihn rundheraus abgelehnt. Sie hat ihn mir beinahe an den Kopf geworfen und gesagt, ich soll mir doch den blöden Stein sonst wohin stecken. Charon wollte keine Bezahlung. Vielleicht habe ich sie beleidigt. Du warst sicher höflich wie immer. Ich rede mal mit ihr. Oh, mein Retter. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Na, kann aber auch nicht eine Mission irgendwie mich abschließen lassen. Ne? Ich muss ja immer noch weiter retten. Ich habe vielleicht auch Besseres zu tun. Ne? So. Muss ich nicht mit ihm auch noch reden? Ah. Hallo Charon. Ich höre, dir hat unser Angebot nicht gefallen. Wäre dir eine Rückzahlung in Gil lieber? Rückzahlung? Ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwem was geliehen hätte. Möglicherweise habe ich 1-2 Myriaden zum Versteck beigesteuert. Aber das waren Spenden. Und was für eine Wohltäterin fordert ihre milden Gaben? Hat er denn überhaupt einen Fehler gemacht? Natürlich waren sie das. Trotzdem wäscht eine Hand die andere. Und dem Versteck geht es jetzt besser. Den Dank eines zum Prinzen gewordenen Bettlers wirst du doch nicht ablehnen. Ach, wir sind jetzt also ein Prinz, ja? Na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur meinen Anteil behalten. Den Rest bekommt ihr, verstanden? Morty. Wo hast du ihn überhaupt her? Ein guter Händler könnte für einen Sternrubin gut 1000 Myriaden bekommen. Und ein Gewitzter würde behaupten, er stamme direkt vom Gürtel von Sid, dem Geächteten, persönlich und das Doppelte verlangen. Ich glaube, mir fällt auch schon eine Käuferin ein. Vielleicht kennst du sie sogar. Eine Dame von Übersee, deren Schönheit nur von ihrem Händlergeschick übertroffen wird. Stört dich doch nicht? Keineswegs. Lass sie nur wissen, dass wir immer gern mit ihr Geschäfte machen. Okay. Dann sind wir jetzt fertig, ja. Wie ich höre, hast du alle 3 Rubine übergeben. Und das dank ihm hier. Wofür bezahlen wir dich eigentlich? Da fällt mir ein, ich warte immer noch auf meinen letzten Monatslohn. Oh, was man dir schuldet, merkst du dir, ja? Setz dich gefälligst hin und steh ja nicht auf, bevor die Bücher im Rhein sind. Sofort. Den kenne ich doch. Tust du, ja. Sehr gut sogar. Der einzige Kelch, den Sid je benutzt hat. Aus Gewohnheit. Oder weil der Dreckspatz zu faul war, sich einen sauberen zu holen. Ich weiß so wenig über ihn. Wie fast jeder. Martha und Madame scheinen einiges mit ihm erlebt zu haben. Das haben sie. Wie lange kanntest du Sid, bevor er... Bevor er starb? 20 Jahre, ungefähr. Früher war ich Zahlmeister auf einem Handelsschiff. Von da kenne ich ihn. Er war mit an Bord nach... weiß nicht mehr... Und weil es nachts sonst nichts zu tun gab, haben wir zusammen rumgetrunken, bis mich die Morgenglocke wieder zur Arbeit gerufen hat. Kurz darauf habe ich gekündigt. Wir haben zusammen rumgetrunken. Aber Sid und ich sind Freunde geblieben. Wir wollten irgendwann nochmal gemeinsam auf See. Das war, bevor das Schicksal es anders mit mir meinte. Der Sohn, der mir geboren wurde, stellte sich als Träger heraus. Und das war unmöglich zu verstecken. Hätte deine Familie nicht... Wieso? Meine Familie wollte den Kleinen... Die werden noch nicht mit diesem Mal geboren, oder? Das kleine Monster sollte nur weg. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Einfach so vergessen. Und ich habe nicht verstanden, wie die nicht geheim irgendwie... konnten.
zur Welt bringen können. Dachte Sid genau wie ich. Und er war an meiner Seite, als ich die Welt nur noch brennen sehen wollte. Er hat für mich geweint, als ich selbst keine Tränen mehr hatte. Er hat geschworen, dafür zu kämpfen, dass das alles aufhört. Und er hat sein Wort gehalten. Hat Valut den Rücken gekehrt. Sein Rang, sein Einfluss. Weg. War ihm egal. Er hat alles aufgegeben, um gegen ein Unrecht zu kämpfen, das dem Rest der Welt nicht mal bewusst war. Da wusste ich, ihm werde ich folgen. Bis ans Ende aller Tage. Oh, Flashback. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Ihn aber nicht abgehalten. Er hat immer fest an das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Und ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben, damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert. Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's? Ignoriere einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Das ist Sids Handschrift. Lieber Otto. Ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt ohne dich. Du bist der Beste, Brombeer. Dieser Brief. Hm? Was ist damit? Sid hat recht. Ohne dich wären wir verloren. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser. Wenigstens einmal bevor. Aber warum auch? Ich hätte ihn doch... Sowieso. Nur wieder angeblafft. Und das stimmt nicht, was ihr sagt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Ich gebe nur manchmal einen kleinen Schubs, wenn nötig. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg. Soll Gautier übernehmen? Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Sid hätte gewollt, dass du ihn hast. Aber das... Oh, das für meine... Hier reicht mir völlig. Das für meinen Raum, ne?
Aus werde ich das Blut meiner Gegner trinken. Eine kleine Aufmunterung. Ich werde es wieder gut machen. Hast du schon. Auftrag abgeschlossen. Doink. Da schwingt doch bestimmt jetzt ein Level up ran, ne? Sitzkelch, ja. Cool. Ich stehe jetzt bestimmt in unserem Raum drin, ne? So. Dass sie an einem Schiff arbeitet. So, ich weiß, aber das ist ganz schön lang, aber tun wir hier auch noch. Nur soll ich wieder zwei Dinge hier machen? Irgendwie nicht, ne? Guck mal, ja. Was macht hier alles noch schnell zusammen? Ihr beide wart ja ganz schön lange unterwegs. Wart ihr draußen spazieren? So in der Art. Wir haben ein paar Antilopen getötet. Es war wunderschön. Wir sehen sollen, wie die Zähne sich in die Kehle einer Antilope hereingebohrt haben. Schon gut, ich hab verstanden. Irgendwie treibe ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich habe etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen? Ja. Muss ich dann immer anwählen, ne? Darfst du. Ausnahmsweise. Ach, und richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Boah. Das hört ja einfach nicht auf, ne? Kommt immer mehr. Ja, was soll's. Ah, Clive. Und wie ist die Jagd gelaufen? Ziemlich erfolgreich. Wir haben gemordet. Vermutungen richtig. Und gewütet. Torgal ist mittlerweile wieder ganz der Alte. Sehr gut, sehr gut. Und ich soll euch von Charon grüßen. Dank euch hat sie eine Sorge weniger. Ah, da fällt mir ein. Nach eurem letzten Besuch habe ich über Torgals Kräfte nachgedacht. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Jills Rolle bei Torgals Verwandlung? Ihr sagtet, dass sie seine Kräfte geweckt hat. Genau das. Ich hielt es für plausibel. Doch mittlerweile sind Zweifel bei mir aufgekommen. Wisst ihr, der Fenrir aus der Legende diente einzig und allein Shiva. Auch er verfügte wohl über beeindruckende Kräfte. Und doch waren sie wohl etwas anderer Natur als das, was ihr bei Torgal beobachtet habt. Was wollt ihr damit sagen? Dass Torgal nicht nur mit einer Esper resoniert, sondern mit mehreren. Denkt doch, er ist nicht nur Jills Gefährte. Treu begleitete er auch euch, eurem Bruder und einst sogar Sid. Das heißt, Torgal kommt herum. Mehreren Espern hatte Folgen für Torgal. Er hat sich auf sie eingestimmt. Und es wurden immer mehr, dank der Domini, die ihr besiegt habt, Clive. Ich kann nur spekulieren, wie all das Torgal beeinflusst hat. Er war in letzter Zeit wilder als sonst. Das überrascht mich nicht. Vermutlich wird er noch wilder. Wir können von Glück reden, dass er unser Verbündeter ist und nicht einer unserer Feinde. Er ist mehr als das. Er ist ein Freund. Na gut. Alter. So viele Erfahrungspunkte. Stufe erhöht. Na, was ist das? Torga als Angriffswert. Okay, Accessoire. Ich brauche meine Erfahrungspunkte-Dinger und so. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, will irgendwas für Torga ja freischalten. So, jetzt reden wir noch mit hier Schledorn. Hoffentlich können wir ein neues Schwert oder so schmieden. Ne? Wäre super toll. Da bin ich wieder.
und ich komme nicht mit leeren Händen. Hast du mir etwa das Schwert mitgebracht? Nein, etwas Besseres. Nimm das. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld, da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Nein, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Ja, das gab's im Fire Emblem. Die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schwerter. Warum muss ich denn nochmal machen? Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur gönn dir auch mal eine Pause. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Cool. Dann zeig mal ja. Kann ich bestimmt was Geiles jetzt hier herstellen, ne? Excalibur, boah. Klingt schon heftig. Kann ich bestimmt noch nicht herstellen, ne? Brauche ich jetzt wahrscheinlich Materialien, die ich noch nicht habe. Zeig mal. Und was darf sein? Okay. Bomberglut. Kriege ich das von dem Viech gleich? Also gleich, ich mache hier nicht weiter. Ja, oder für mich war es das wollte, ne? Wir haben eine Menge erreicht. Und das wird immer mehr, ne? Also ja. 1,5 Stunden ist schon lang genug. Oder soll ich noch weitermachen? Ich könnte eigentlich noch weitermachen, ne? Und dann wieder in zwei Parts ja schneiden. Glaub, mache ich heute. Wir sind schon mal 1,5 Stunden. Ich muss jetzt nur mal gucken. Muss jetzt nur mal gucken, wie ich diesen. Ja, High Five. Wo ich dieses Viech nochmal finde, ja. Weil irgendwie habe ich das hier. Irgendwie weiß ich nicht, wo das ist. Der Topf, Sonnenbrick. Aber wo ist das? Hör mal gerade ein. Wie sieht's hier eigentlich aus? Alles gut bei dir? Willst du mal gucken? Genug gesagt. Okay. So, der Topf, Sonnenbrick. Jetzt gucken wir nochmal hier nach. War jedes Ding in ihr. Willst mir die Quest noch nicht geben? Der Topf könnte halt hier sein. Jetzt mal da rein und guck. Sind wir da schon mal jemals hingegangen? Ich weiß das gar nicht. Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht.
Oh, ach so, ja. Ja, stimmt, wie Krieg oder so, ne? Mittlerweile. Hier ist nicht gedacht. So, weiß nicht. Kommt man ja nochmal dahin. Muss da so reingehen, ne? Ganz schön, ich konnte da noch nie reingehen. Hier so, weil der Weintunnel hat, da klingt irgendwie so, als könnte halt irgendwie so sein, ne? Der Topf, weiß er nicht. Also wenn, ich bin nicht sicher, ob wir schon mal hier waren. Den gehen wir mal hier gucken. Also empfinde ich das Gebiet ja nicht, ne? Also irgendwo muss es ja sein. Wo ist eine Truhe? Aber das war's. Doch, hier war mal schon. Ich erinnere mich an diesen Triforce hier. Hier liegt Link. Wäre nicht das erste Mal, wenn der Zelda Anspielung in Final Fantasy vorkam. War in Final Fantasy 1 nämlich, da gab es einen Grabstein, wo, wenn man den betrachtet, drauf stand, hier liegt Link. So eine kleine Anspielung an Legend of Zelda. So, das kann doch nicht sein, Mann. Oh, der Büße. Oh, warte. Namenlose Kirche. Da kann ich sein, dass ich das nicht finde. Der Topf. Da. Da ist noch was. Wieso? Ich hab die ganze Zeit so nachgeguckt, aber was, wenn ich hier irgendwie ein Gebiet noch nicht erkundet habe? Das ist sogar der Fall. Auf geht's. Lauf wie der Wind. Ich glaube, da waren wir doch auch schon, ne? Ach, ihr merkt, du bist Level 15. Ja, sieht neu aus hier. Na, guck mal hier. Da ist das. Dann soll ich mich in Dings vielleicht auch noch mal umschauen hier in Rosaria. Wegen dem einen Viech. Bestimmt auch irgendwie so einen Ort verpasst, nur nicht nachgeguckt, ne? Teleporting. Report irgendwo. Was hier? Ich habe ja gerade was gesehen da. Kein Teleporting, alles klar. Aber so ein verlassenes Ding dort. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. Haben wir den Ort wenigstens gefunden. Habe ich das schon gesehen. Sieht schon tot aus, irgendwie das Viech. Einer. Wir haben schon gegen einen von euch gekämpft.
dieser einen Quest mit den heißen Quellen. Eure Majestät, es ist mir eine Ehre. Ah. Oh, du hast gar keine Linksanzeige, sehe ich gerade. Na, kann ich einfach auf Stopp ballern, ne? Hab ich angefangen aufgebrochen? Nee, nein. Oh nein. Ah, ich wusste, das wäre nicht so einfach. Nein. Okay. Jetzt gerade in die Luft gejagt. Ah. Was ist das? Okay, das sind alle Königsbomber. Oh. Viele Sachen fliegen dann auf mich zu. Na, ja, keine Krönung bitte. Ja, ich habe schon wieder einen Angriff abgeworfen gerade. Aha. Ich will die ganze Zeit dadurch Ketten. Nein, falscher Angriff. Nein, nein. Komm zu mir. Warum stelle ich mich jetzt hier so blöd an? Oh mein Gott. Das war ein bisschen knapp. Okay. Bomberglut. Oh, war das das, was ich brauchte? Für die neue Waffe? Ihr habt abgedankt. Bleibt nur noch die Asche. Eine Handvoll hätte ich. Hier herrscht ja eine Bombenstimmung. Ich noch mehr finde. Nicht wahr, Torgal? Das sollte reichen. Wenn der Wein mehr braucht als das, kann er selbst gehen. Dann kann er mich mal. So, ich muss mal kurz in Rosaria hier. Kann es echt sein, dass ich irgendwie etwas noch nicht aufgedeckt habe? Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber ich bin ja wortwörtlich alles abgeklappert, ne? Ich habe es aber nicht gefunden, diese eine Kopfgeldjagd. Hier ist noch irgendwas. Aber da kann ich noch nicht durch. War nicht aufgefallen. Ich nehme an, da wartet das Viech, das wir erledigen müssen, ne?
der andere Kopfgeldjagd. Aber wenn wir nicht vorbei können, dann können wir da nicht vorbei. Gucken wir mal. Was? Was? Die Gebüsche sind mir im Weg, ehrlich. Und los. Sind wir nicht so blau am Leuchten? Braves Mädchen. Ja, sein können, ne? Na gut. Ja, aber dann befindet sich das Viech wahrscheinlich da, ne? Würde ich jetzt mal raten. Okay. Dann. Obwohl, ich wollte mal gucken. Tun da immer Heiltränke respawnen. Und dann kann ich da immer an Heiltränke drankommen. Ich habe gerade nämlich einen verbraucht. Wo ich kein Geld dafür ausgeben. Lass mich mal schauen. War natürlich sehr gut. Ja, ich glaube, die respawnen ja immer. Das ist auch praktisch. Ah, ich habe einen unendlichen Geldglitch entdeckt. Cool, oder? Hm. So, jetzt können wir unsere Tränke noch mal ein bisschen verbessern. Ist das das Ding bei dem Haken? Ja, mein Gott. War doch nicht immer die gleichen. Gut. Haben wir alle Quests erledigt. Finde ich nicht schlecht. Ist auf die mit dem anderen Viech, aber haben wir ja gerade gelöst, wahrscheinlich, ne? Wo ist sie überhaupt? Egal. Oh, hallo Sid. Wie läuft die Jagd nach der Bombeasche? Schon erledigt. Na, kann ich gleich mal gucken, ob ich das Schwert herstellen kann. Ich werd verrückt und gleich so viel davon. Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Den Rest davon kann ich alles schnuppern. Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also gut, dann mal rein in den Alembik damit. Aha. Man hat nie wieder von ihm gehört. Ist vollbracht. Der Dämon Alembik. Und er funktioniert genau, wie Mit es gesagt hat. Beeindruckend. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Ach, das brauchst du nicht. Der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Ich dreh nicht durch, okay? Mich doch mal deine Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Was hast du denn vor? Nun, ich habe beim Testlauf mit dem Telamon Alembik eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen. Bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Na gut. Ein Versuch ist es wert. Obwohl ich nicht so viele benutze. Rede. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Oh, dann haben wir eine bessere Versicherung so in Sachen Heiltränke. Also kann ich dann mehr Heiltränke benutzen. Und? Was sagst du dazu? Die Tasche wirkt zumindest
flexibler. Ja, ist sie auch. Ich danke dir, schätze ich. Nein, nein, ich danke dir für deinen tatkräftigen Beitrag zur Wissenschaft. Ohne dich würden Wundermittel wie das, das ich auf deine Tasche gerieben habe, alle unentdeckt bleiben. Kurz gesagt, ich sehe großes Potenzial für mehr Zusammenarbeit. Cool. Ich soll mal vielleicht meine Punkte ausgeben, wenn ich das kann. Behandelter Trankbeutel. Ich nehme jetzt mal einfach an, ich kann jetzt mehr tragen, ne? Inventar vergrößert. Du hast jetzt einen verbesserten Trankbeutel mit mehr Platz für deine Mittel. Die Kapazität erhöht sich je nach Gegenstand wie folgt. Heiltränke 6, Supertrank 4, alles andere, was mich nicht interessiert, mehr. Oh, lass mich mal eine kleine Abkürzung hier nehmen. Jetzt bin ich mal echt gespannt, klappt das? Wenn er nicht direkt schon wieder respawned sein, ne? Ja, ich muss hier natürlich. Die tauchen echt hier immer wieder auf? Wow, dann kann man sich ja hier voll die Dinger vom Sonst holen. Ja, wie so ein Geizkrank wie mir natürlich wieder eine perfekte Lösung, ne? Ich kann Geld für die Dinger ausgeben. Ja, ich ja viel besser jetzt um den Kopf hauen. So, ich glaube aber, da war wieder was, ne? Wenn wir eine Belohnung freischaltet. Holen wir uns halt mal ab. Sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Ja, gut. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Deine Gönner sind sehr großzügig. Medaillon des Hohenpriesters. Hier, bitte. Komm bald wieder. Dann man Heilgegenstände werden dann jetzt verbessert, ne? Was wollte ich mir denn hier noch so holen? Das ist viel zu stark, aber meistern würde ich das sowieso nicht, von daher. Ah, ein paar Punkte. So, 22 Punkte. %, okay. Alles klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt gerade das Material bekommen für Excalibur, ne? Ich brauchte irgendwie Bomber, irgendwas, ne? Kann ich da jetzt bestimmt verbessern, ne? Willst du was schmieden? Ja. Nicht schlecht. Rotlegierung, Bomberglut, Grimalkinhaut und Virid. Gib. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Excalibur. Gut. Ich dachte, das sollte eine einschneidige Klinge werden, was der mir herstellt. Mit dem Bettstein und so. Ach, da sind ja auch noch Sachen. So, ich wollte mal kurz in meine Bibliothek da reinschauen. So, ich versuche meinen Part mit irgendwas hier zu füllen. Wenn ich denn schon in zwei Teile. Ich werde es ja nicht noch die Story vorantreiben. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Wohl können wir doch eigentlich machen, ne? Welches Thema wollen wir heute behandeln? Ich könnte die Story schon mal vorantreiben, so ein bisschen. Wer weiß, vielleicht heißt es dann wieder so, oh, mach diese Quest oder mach das Ding, ne? Gucken wir mal. Den Kristall hat er auch zerstört? Das ist immer so die Sache. Ich weiß irgendwie nie, wo es irgendwie als nächstes hingeht, so storymäßig. Weil ich meistens immer nur erst, nachdem ich irgendwie mit den Leuten gesprochen habe. Oh, sieht aber gut aus, das Schwert, ne? So, dass ich hier noch so wenig Sachen habe, ne?
könnte meinen, das Spiel ist noch Ewigkeiten lang, ne? Aber wir sind schon, wir müssten eigentlich heute so bei 70% oder so angelangt sein, also von der Hauptstory jedenfalls. Da frage ich mich, wo ich die ganzen anderen Sachen neu bekomme. So, sprech mal kurz mit Otto, der uns wahrscheinlich sagen wird, wir sollen mit jemand anderen reden. Guck mal, wir wissen schon mal, wo es beim nächsten Mal weitergeht, ne? Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Und wir auf eine Stunde so hoch, ne? Was geht? Na, Clive, lebst du noch? Ist mit fertig damit, das halbe Versteck durch die Lande zu scheuchen? Ich schwöre, dieses Mädchen tut alles, um dem Besuch an Papas Grab zu entgehen. Kommt sie jetzt wenigstens mit? Ja. Danke schon. Da ist wohl noch eine letzte Sache, die sie erledigen muss. Aber sicher ist sie bald hier. Hat sie gesagt. Wortwörtlich. Ja, hat sie. Clive. Wohnst du eigentlich auf dem Mond? Sie muss nichts erledigen. Wahrscheinlich ist sie inzwischen schon halb in Canva. Ach, Matt. Vielleicht erwische ich sie noch. Die habe ich ausgetrickst. Oha. Ist das Ding bei dem Obelus, hast du mitgesehen? Yep. In einem Boot. Ist in die Richtung. Dann bin ich zu spät. Wieso haben es denn heute alle so eilig? Ich habe ihr angeboten, sie rüberzufahren, aber sie war sofort weg. Hat ein Boot gemietet und ist davongerudert wie von der Hummel gestochen. Hat ganz schön Energie, die Kleine. Aber egal. Gut, dass du hier auftauchst. Ich wollte sowieso gerade hoch zu dir. Boah, gib mir jetzt auch noch eine Quest. Ein Schreiben für dich. Kam per Kurier von deinem Onkel. Und der meinte, ich soll es dir nicht nur persönlich übergeben, sondern auch noch unverzüglich. Ist hiermit erledigt. Danke, Obolos. Keine Ursache. Lieber Neffe, ich bin tot. Was gibt's Neues, Onkel? Mein lieber Junge, meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg. Der Freund, den ich erwähnt habe, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Geldbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen, wodurch ich auch von der Bemühung einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Ich persönlich sehe keinen Zweifel, dass Fräulein Telamons Form rein edles ist, ein edles ist. Doch ich gehe davon aus, dass die Kanversche Gilde, die ja unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird. Egal, ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits bei Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf dem Leibe rücken. Deswegen schicke ich dir eine Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspieler Gaff für ein, zwei Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Lieblingsonkel. Probleme in Canva. Na gut. Ja. So kann Gav mit im Auge behalten. Ah, die schnapp ich mir. Soll heißen, Mit hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist dann entspannt in den Feierabend gesegelt? Seht da. Ganz so aus. Tja. Und was lernen wir jetzt daraus? Wenn du das nächste Mal Sid besuchen willst, dann kette sie besser irgendwo an, bevor du ihr davon erzählst. Komm, seid nicht so streng mit ihr. Gibt's zu, auch Knochenarbeit kann Spaß machen. Alle packen an, Erfolgserlebnisse und so. So ist doch auch die Bude entstanden. Hast recht. Na siehst du, können wir dann so langsam los zu Sid? Ich würde lieber früher als später in Canva aufschlagen. Ich kann ja Lord Rossfield von den 7 hohen Häusern schlecht warten lassen, oder? Nicht, nachdem er mich persönlich angefragt hat. Gav und ich gehen dann. Sieh du hier nach dem Rechten. Ihr könnt auf mich zählen. Aber richte Sid und den anderen meine Grüße aus. Ja? Ach übrigens, Jill wollte auch mit. Ach, der ist gar nicht. Der ist gar nicht hier irgendwo begraben. Wollte aber nachkommen. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich dachte, er wäre hier irgendwo am liegen. Oh, Also, wie es aussieht, muss ich ja noch weitermachen.
Ja, nicht zurück. Was er halt versteckt, also halt versteckt, ne? Sag ich dir, mein Freund. Hugo Kupka ist tot. Sein Schatten liegt nicht länger über uns. Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Was? Doch, irgendwie schon. Wie gesagt, worauf hätte ich die Beschwörung in anderen Final Fantasy funktioniert? Du hast Phönix beschworen, du machst Feuerschaden gegen den Gegner, lebst all deine toten Partymitglieder, ja. Doch nicht als Sklaven der Kristalle, als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Ganze Truppe ist hier. Charon, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert. Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Älter mit ihnen. Der letzte, der in Sturm verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach Dichasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Da hast du recht. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch mitnehmen. Götz? Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt... Du wolltest dir Werkzeuge besorgen, oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit dem? Danke, Tante! Lass das, du Grobian! Du brichst mir noch sämtliche Knochen! Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bocklab-Märkten. Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach Götz Händlerpass vor und sie wird euch mitnehmen. Sich dir anzuschließen ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Karawane. Er dreht durch. Schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar.
Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Na dann mal los. Doch. Alle gehen ihre Wege. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Okay. Okay. Ich kann aber zurück zum Versteck, ne? Aber ich kann aber nirgendwo hin, sehe ich gerade. Dann geht's zum nächsten Gebiet hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ne? Ja, ich kann nur da lang. Okay. Gut, dann haben wir wenigstens was zu tun beim nächsten Mal, ne? Gut. Aber beim nächsten Mal wieder eine neue Gegend zu erkunden, ne? So wie ich das verstanden habe. Dann sage ich, ich hoffe, euch haben die beiden Parts gefallen. Ich werde die natürlich hier geschnitten haben in der Stunde und so, ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Final Fantasy 16. Ich bedanke mich beim Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bye bye. Und hasta la vista.